Die UFC kommt in die Sphere. Sugar Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili ist das Main Event. Und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Ich meine Leute, vielleicht habt ihr in letzter Zeit den Euro-Jackpot geknackt. Oder vielleicht habt ihr einfach viel zu viel Taschengeld übrig. Ihr könnt euch ab heute Tickets kaufen für die UFC-Show in der Sphere. Es ist offiziell nicht mehr UFC 306, sondern Riyadh Season, not the UFC. Vielleicht braucht ihr auch genauso viel Geld wie die Saudis, wenn ihr euch ein Ticket kaufen wollt. Aber ich dachte mir, komm, schauen wir mal alle gemeinsam nach ein paar guten Tickets, wo wir sitzen wollen, wo wir uns jetzt ein paar Tickets kaufen werden. Das ist der Saalplan und es öffnet sich und du denkst natürlich, ey komm, das ist ja eigentlich doch ganz ordentlich was übrig. Und dann denkst du, komm, jetzt, ich will jetzt mal keine Ansprüche stellen, ich sitze mal ganz hinten. Ja, ganz, ganz bodenständig sitze ich ganz hinten, hier ist das Octagon. Was zahle ich? Guck mal hier, ziemlich weit hinten. 5.000, aber okay, es ist ja auch das Resale-Ticket. Das heißt, da wird sich jemand ein Ticket gekauft haben und bietet es jetzt zum Wiederverkauf an. Was ist denn so der legitime Preis, den ich da ganz hinten zahlen muss? $3.250 plus Fee, also plus Gebühr. Und ich sage euch, Ticketmaster, jeder, der schon mal sich Konzertkarten oder so bei Ticketmaster gekauft hat, weiß, Ticketmaster ist wirklich saftig, wenn wir da nochmal von der Gebühr sprechen. Heißt, reden wir mal von $3.500, um ganz hinten zu hocken. Erstmal ehrlich, Leute. Wir reden ja fast schon von nicht ganz Super Bowl-Niveau, aber es kommt schon ran. Das ist teurer als das letzte Event von McGregor. Willst du vorne sitzen, wird es ja noch absurder. Hier vorne zahlst du $10.000 ohne ohne Gebühr, hier zahlst du 12.500 und hier, ich meine, das hier sind ja gar nicht mal so geile Sitze, denn eigentlich willst du ja hier rechts sitzen und nicht hier links, hier zahlst du auch 12.500. Ach, ganz ehrlich, Leute, ich verstehe Dana White ja schon ein bisschen, dass die Ticketpreise hier so teuer sind. Ich verstehe es, weil der hat da viel Geld reingebuttert wahrscheinlich, aber nicht alle Events sind in der Sphere so teuer. Du findest ja gar keinen gescheiten Sitz, egal wo du hinguckst. Irgendwo war hier doch ein ziemlich günstiges Ticket für 2.000, meine ich. Oder wenn wir jetzt mal gucken, ich finde es ein bisschen doppelt verrückt, aus einem guten Grund. Und zwar, es ist halt die Fightcard. Warte mal, ich habe hier noch das Fight Week Ding offen. Es ist halt die Fightcard, die das Ganze so ein bisschen absurd macht. Klar, du gehst für die Show hin, aber da passen knapp 15.000 Leute rein. Auch wenn du ganz hinten hockst, wirst du was sehen können. Und du wirst halt hier diese coole LED-Leinwand haben. Aber schlussendlich gehst du da unter 5.000 nicht raus, mit dem Hotel, mit Flug, wenn du jetzt von Deutschland ausgehst, für O'Malley gegen Dvalishvili, Grasso gegen Shevchenko, Ortega gegen Lopez, Raul Rosas Jr. gegen Aoi Koleng und so ein paar andere Fights sind auch noch drauf. Versteh mich ja nicht falsch. Die Fightcard ist nicht schlecht. Aber für mich persönlich, das muss ja, das darf ja jeder für sich entscheiden, für mich persönlich ist das keine billigstes Ticket, ganz hinten, ganz außen, kostet, ne? 2.500. Na, aber für Rollstuhlfahrer. Na gut, für Rollstuhlfahrer 2.500. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kein ab $3.000 geht's los Event. Wäre es McGregor gegen Diaz, würde ich es verstehen. Ich würde es nicht zahlen. Ich habe gar nicht genug Kohle dafür. Aber aus Prinzip könnte ich mir das schon vorstellen, ne, wenn es locker sitzen würde. Aber O'Malley gegen Dvalishvili, ab 3.000 geht's los. Das SNS4 steht halt ein bisschen für Super Bowl. Und da würde ich sagen, bin ich auf eure Meinung gespannt. Was meint ihr? Wer von euch hat ernsthaft vor, hinzufliegen? Und mich würde es mal interessieren, vielleicht gibt es ja wirklich den einen oder anderen. Und was rechtfertigt für euch, dass ihr sagt, jo, das mache ich. Klar ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Klar ist das ein Event, da gehst du einmal hin, das zahlst du einmal und du redest in 20 Jahren noch drüber. Genauso wie die Leute, die halt einmal zum Super Bowl gehen. Aber trotzdem finde ich es crazy, denn McGregor war irgendwas bei 2.000, ja, und nicht bei 3.000. Und selbst da war es heavy und das ist einfach noch wilder. Schreibt mir eure Meinung gerne unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal.